Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und einen Tag nach dem phänomenalen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die zweite Bundesliga darf ich Sie herzlich zu unserem Kurzupdate, Hypos-Inflationscheck und Denkanstöße für Ihre Anlagestrategie begrüßen. Sie wissen, den Inflationscheck veröffentlichen wir einmal im Monat, typischerweise kurz nach der Veröffentlichung der offiziellen Inflationsdaten durch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Und was wir dann tun, ist, dass wir die aktuell am Kapitalmarkt gehandelten Renditen um die Abgeltungssteuer und den Solidaritätszuschlag kürzen und zeigen diese Renditen auf Indexebene eben im Verhältnis auch zur aktuellen Inflationsrate, die so zumindest die offizielle Lesart im April bei 1,3% liegen soll. Kurzum, im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise um 1,3% gestiegen. Aber Sie wissen, Sie sollten immer zwischen Verbraucherpreisen und natürlich auch Preisen an den Vermögensmärkten differenzieren. Und hier sehen wir doch, dass sich viele Preise, wie zum Beispiel Aktien oder auch zum Beispiel Immobilien in deutschen Ballungszentren, bedeutend stärker entwickelt haben als diese 1,3%. Das heißt, in der fortschrittlichen Denkweise sollten Sie zwischen Teuerung und Inflation und zwischen Konsumpreisen und Vermögenspreisen differenzieren. Das Bild, das Sie hier sehen, ist ein ziemlich trauriges Bild, weil Sie sehen, selbst mit Unternehmensanleihen aus der Eurozone gemischter Laufzeit oder mit Anleihen, die in Euro notieren und von verschiedenen Schwellenländern begeben werden, ist hier kaum noch ein realer Kapitalerhalt möglich, weil auch das können Sie gut nachvollziehen, wenn Sie nur knapp 1,35 oder 2% verdienen auf einer Indexebene, also das ist ein fiktiver Index, der so gar nicht investierbar ist, sondern den Sie typischerweise als Basis nehmen für einen passiven börsengehandelten Indexfonds. Oder der natürlich auch als Referenz für einen aktiv gehandelten oder einen aktiv handelnden Anleihefonds gelten kann, dann müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass der reale Kapitalerhalt nur sehr schwer zu erzielen ist, wenn wir auch noch die Kosten hier ins Verhältnis setzen würden. Alles in allem sehen wir, dass der Anleger sehr schlecht entlohnt wird. Das heißt, meines Erachtens weder das Risiko, dass sie sich für lange Laufzeiten binden, noch das Risiko, dass sie eingehen, wenn sie in schlechtere Bonitäten investieren, beispielsweise in Mittelstandsanleihen. Hier gab es ja schon das ein oder andere Debakel, wird meines Erachtens momentan annähernd vergütet. Und dementsprechend, man muss es ganz klar so sagen, befinden wir uns in einem Anlagenotstand, der das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen massiv nach oben schiebt und habe mich bereits ja einige Mal dazu geäußert. Ich glaube auch, dass wir im Immobilienbereich in einigen Fällen momentan Investitionen sehen, die eher mit dem aktuellen Zinsniveau und dem Hoffen auf Inflation oder der Spekulation auf einen Währungsverfall zu begründen sind, als in irgendeiner wirtschaftlichen Kalkulationsgrundlage. Dementsprechend werden natürlich auch viele Alternativen diskutiert. Was können Lösungen sein? Sind es vielleicht Aktienanleihen, die ja heute attraktive Coupons zeigen, zumindest augenscheinlich? Hier meines Erachtens auf der Indexebene die Schwankungsbreite, die eingepreist wird, zu niedrig, um das Risiko entsprechend zu vergüten. Immobilien habe ich eben schon was dazu gesagt, meines Erachtens in vielen Fällen, wenn Sie nicht wirklich einen guten Marktzugang haben und einen guten Einstiegspreis bekommen, in vielen Fällen auch ein bisschen zu teuer. Auch das werden wir ja nochmal in Seminaren für Privatanleger vertiefen. Und heute möchte ich mal einem Thema widmen, was vielen Anlegern heute vielleicht auch auf der Seele brennt, eben das Thema laufende Erträge, weil die Babyboomer-Generation, die geht die nächsten 10 Jahre in Rente und so einfach wie Anfang der 2000er Jahre mit ein bisschen Bundesanleihen, Siemens-Anleihen und ein paar offenen Immobilienfonds und der sofort beginnenden Rente, so funktioniert es halt heute nicht mehr. Und dementsprechend möchte ich mal kurz darauf eingehen, was die Industrie momentan anbietet. Aber bevor wir uns die Industrie und die Lösungsansätze anschauen, hier nochmal das Geldvermögen der privaten Haushalte. Per letzten Quartalsbericht der Bundesbank. Sie sehen das Geldvermögen der privaten Haushalte. Also hier sind zum Beispiel keine Immobilien enthalten oder natürlich auch keine eigenen Unternehmen. Sehen wir ein Geldvermögen von rund 5,15 Billionen Euro. Das ist natürlich ganz klar. Wenn wir global steigende Schulden haben, dann müssen wir auch global steigende Guthaben natürlich sehen. Und da wir uns tendenziell in einer globalen Niedrigzinsphase befinden, der Schuldner sich einfach keine höheren Zinsen leisten kann, beziehungsweise auch nicht leisten will, sehen wir doch in den westlichen Industrienationen typischerweise ein extrem niedriges Zinsumfeld. Und was wir einfach getan haben, ist, dass wir dieses aktuelle Guthaben oder Ansprüche gegenüber Versicherungen und ähnliches mit den aktuellen erwarteten Renditen vor Steuern gewichtet haben. Und Sie sehen jeweils die Ergebnisbeiträge in der Spalte gewichtete Rendite am rechten Rand. Und wenn wir das aufsummieren, dann kommen wir für das
in Deutschland vorhandene Geldvermögen bei den privaten Haushalten auf eine Renditeerwartung von 2,34%. Das natürlich erstmal unter Ausblendung von Kosten, tendenziell natürlich auch ohne die Inflation zu berücksichtigen. Und dementsprechend sehen wir auch hier ganz klar, das deutsche Volksvermögen ist schon sehr, sehr einseitig auf zinsabhängige Titel ausgerichtet und auch mit 40% relativ kurzfristig strukturiert. Das vielleicht vor dem Hintergrund der Erwartung der niedrigen Zinsen, die eher steigen könnten als fallen, scheint es sinnvoll, drückt aber meines Erachtens auch eher die Unsicherheit der Anleger aus, die einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Geld tun sollen. Aber auch das sei natürlich nochmal erwähnt. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist natürlich sehr schief. Einige haben relativ viel, viele andere haben wenig. Aber wenn wir es jetzt mal im Durchschnitt betrachten, dann sehen wir diese Werte hier. Die Frage ist natürlich nun, was tun? Dementsprechend schauen wir uns mal Angebote aus der Finanzlandschaft an. Ich habe Ihnen hier einen beispielhaften Mischfonds einer amerikanischen Investmentfondsgesellschaft mitgebracht. Worum es mir im Endeffekt geht, ist, diesen bunten Kuchen auch mal darzustellen, weil Sie sehen im Endeffekt das Thema Generierung von Zinsen, von Renditen und laufenden Erträgen insgesamt wird hier nicht beschränkt auf europäische Anleihen, auf Bundesanleihen oder auch Schatzbriefe, sondern Sie sehen typischerweise einen viel, viel breiteren Mix. Wir sehen aber natürlich auch hier rund 31,5% sind globale Dividendenaktien, also Werte mit einer höheren Dividendenrendite. Und das meines Erachtens auch ein Thema, was wir momentan ganz klar sehen, dass die Erzielung von laufenden und dauerhaften Erträgen viel schwieriger ist als früher. Sie müssen viel breiter diversifizieren, sie müssen auch andere Anlageklassen beimischen. Und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, erhöht natürlich tendenziell das Schwankungsrisiko oder auch mal das Risiko bei einer Illiquidität am Kreditmarkt. Aber letztendlich, wenn Sie es mal vergleichen mit der Vermögensverteilung der deutschen Haushalte eben, muss man sich natürlich fragen, was besser gestreut ist. Das Geldvermögen der Haushalte oder hier so ein beispielhafter Mischfonds. Bei einem Mischfonds muss man natürlich auch berücksichtigen, dass diese Vermögensklassen nicht starr bleiben. Sie sehen es mal hier im Zeitablauf dargestellt. Die ändern sich natürlich. Das gilt für viele Konzepte und genauso wie sich die Struktur Ihres Portfolios verändert, so werden auch nämlich hier Anpassungen vorgenommen. Aber ich sage es nochmal ganz klar: Mir ist vor allem wichtig, mal klarzumachen, dass die Suche nach Rendite, nach laufenden Erträgen heute viel breiter ausgelegt werden muss als früher. Sie sehen, hier sind Schwellenländer enthalten, Hochzinsanleihen, europäische Anleihen, Hypothekenbesicherte Anleihen. Also wirklich ein ganz, ganz breiter Mix und das vielleicht auch ein Denkanstoß für Anleger in der heutigen Zeit. Ein etwas anderer Ansatz ist ein anderer Anbieter, soll natürlich auch keine Empfehlung sein, das jetzt so nachzubauen. Ich wollte Ihnen einfach nur mal darlegen, wie die verschiedenen Lösungsansätze sind. Auch hier sehen Sie es, der Ansatz ist ein bisschen offensiver, der Aktienteil ist höher als bei dem Beispiel, was wir vorher gesehen haben. Dementsprechend die festverzinsten Papiere, die sind ein bisschen niedriger, aber natürlich auch eine sehr breite Streuung der Vermögensklassen. Also das haben die Konzepte doch heute alle gemeinsam im sogenannten Multi-Asset-Income oder Global-Income-Bereich. Und auch hier sehen wir mal in der Darstellung, naja, die ist vielleicht ein bisschen anders dargestellt, aber im Grundprinzip geht es natürlich immer darum, dass sie verschiedene Vermögensklassen suchen, dass sie über die Kapitalstruktur der Unternehmen versuchen, sinnvolle Investitionen zu finden, weil letztendlich können sie ja die Aktie eines Unternehmens kaufen, sie können eine Nachranganleihe kaufen, also sie können unheimlich viel da natürlich auch agieren. Und dementsprechend auch mal hier die Darstellung nochmal im Abgleich mit der vorhandenen Struktur der deutschen Haushalte. Und dann sehen wir auch hier, dass natürlich so ein Ansatz bedeutend breiter ist, was natürlich mit einer besseren Chance auf einen realen Vermögenserhalt in der langen Frist einhergeht, aber natürlich auch mit größeren Schwankungsrisiken auf der kurzfristigen Seite. Ein weiterer Ansatz zu diesen klassischen Mischfondskonzepten, die ausschüttungsorientiert angelegt sind, ist natürlich der Ansatz, sich dividendenstarke Aktien zu suchen. Hier schon mal vielleicht 3,5 bis 4% laufende Erträge zu generieren über die Dividende. Also tendenziell sind diese Konzepte heute relativ europalastig, da die Dividendenrendite hier größer ist als zum Beispiel in den USA. Auch die Schwellenländer finden wir etwas stärker in diesen dividendenorientierten Konzepten. Und wie gesagt, die Zielrendite hier 3,5 bis 4% aus der Dividende. Und dazu versucht man zusätzliche Erträge zu vereinnahmen, indem man Optionsgeschäfte tätigt. Das heißt, man ist bereit, eine gewisse Chance auf Kursgewinne nach oben hin abzugeben, dafür eine zusätzliche Prämie zu
erzielen. Und Sie sehen es im Endeffekt mal hier, wenn Sie das addieren und man kalkuliert im Endeffekt die Dividendenrenditen plus diese zusätzlichen Prämieneinnahmen, so erwartet man für ein solches Konzept irgendwo um die 7%. Vielleicht sind es auch nur 6%. Also das ist doch mal das Ziel als laufender Ertrag. Und dazu kommt natürlich noch die Kursentwicklung der in diesem Fonds enthaltenen Aktien. Die können steigen, die können fallen. Also hier haben wir natürlich die typischen Risiken, die wir vom Aktienmarkt kennen. Also Schwankungsrisiken, Währungsrisiken, Dividendenausfallrisiken und. Und mittlerweile bietet sich hier auch die Möglichkeit, diese Konzepte aktiv umzusetzen, also über aktive Fondsmanager, aber auch passive Konzepte kommen zunehmend auch von Anbietern aus den USA hier nach Europa, weil man natürlich erkannt hat, dass auch hier die Babyboomer-Generation ihren Ruhestand irgendwie mal finanzieren muss und dass der Anlagenotstand natürlich auch die besonders ja sehr sensiblen Deutschen vielleicht auch mal in die Richtung bewegt, ihre Vermögensstruktur anders aufzustellen. Letztendlich muss man sagen, vom Prinzip her sind das alles gute Ansätze. Sie haben verschiedene Vermögensklassen, wir haben verschiedene Investmentstile und Kombinationen hier. Nichtsdestotrotz, auch das muss man knallhart sagen, die beste Streuung könnte nichts nutzen, weil was Sie hier sehen, ist mal die Entwicklung der Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und Sie sehen, in den 80er Jahren waren wir irgendwo mal bei 14% Rendite. Das ist die Jahresrendite, ja. Heute brauchen Sie 10 Jahre, um die gleiche Rendite zu verdienen in Deutschland. Sehen wir im Endeffekt, wie die Rendite runtergekommen ist auf im Tief 1,5, 1,7%, ist jetzt wieder angestiegen auf 2,5, 2,6%. Und das ist natürlich das Thema, was alle einkommensorientierten Konzepte treffen könnte. Ein unerwartet starker Zinsanstieg in den USA, die ja doch über ihren Staatsanleihemarkt ja doch der Leitwolf hier global zu oder der globale Leitwolf sind, was das Thema betrifft. Und das ist ein Punkt, den man natürlich im Fokus haben muss, weil das aus meiner Perspektive momentan die größte Gefahr für diese einkommensorientierten Konzepte und natürlich auch für Konzepte wie zum Beispiel vermietete Immobilien, weil da spielt natürlich der Zins auch eine gehörige Rolle in die Preisermittlung und in die Finanzierungskonditionen mit hinein, sodass wir im Ergebnis, wenn wir über das Thema laufende Ertragsgenerierung reden, egal ob im Wertpapierbereich oder bei Immobilien, sollten wir einen Blick auf die Zinsen haben. Und meine persönliche Meinung ist ja, dass tendenziell die USA da natürlich ein Stückchen weiter sind als wir, wobei ich erwarte hier auch keine großen Bewegungen am Zinsmarkt, zumindest nicht in ein solches Niveau, dass man mit Staatsanleihen wieder eine auskömmliche reale Vermögenssteigerung herführen kann. Und die Eurozone, ja, wir sind tendenziell eher in einer deflationären Gefahr. Wir müssen die Kreditmenge bzw. die Kreditvergaben mal ankurbeln, um die Realwirtschaft und die Arbeitslosigkeit hoffentlich mal ein bisschen in Schwung zu kriegen, also die Arbeitslosigkeit natürlich zu reduzieren. Aber wie gesagt, aus Sicht des Anlegers hier natürlich das große Thema Zinssteigerung könnten alle diese genannten Konzepte natürlich treffen und das sollten wir als Risikofaktor im Hinterkopf behalten. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, so fahren wir das zum Beispiel mit verschiedenen Kunden, wir investieren einen Teil des Geldes, was einkommensorientiert investiert werden soll, heute. Das kann zum Beispiel ein Drittel sein und das andere zwei Drittel teilen wir einfach über die nächsten 24 Monate auf und haben dementsprechend das Risiko, dass wir heute zu einem sehr ungünstigen Zinsmarkt investieren, natürlich ein bisschen über den Zeitablauf gestreut. An dieser Stelle auch nochmal mein üblicher Hinweis. Denken Sie natürlich immer dran, Sie sollten eine ganzheitliche und umfassende Anlagestrategie verfolgen. Ihre finanziellen Ziele spielen eine Rolle. Welche Rendite brauchen Sie überhaupt, um diese Ziele zu erreichen? Und wir haben gesehen, allein der Kapitalerhalt, der ist heute mit der typischen Verteilung eines Vermögens in Deutschland nur schwer möglich. Und dann natürlich die Rahmenbedingungen, das Kapitalmarktumfeld, die aktuellen Renditen habe ich Ihnen gezeigt. Dann natürlich die finanzielle Risikobereitschaft. Wie soll die Strategie konkret ausgerichtet sein? Wie ist das Zusammenspiel der verschiedenen Vermögens- und Depotpositionen? Dann natürlich die bestehende Vermögensstruktur. Das ist natürlich besonders wichtig vor dem Hintergrund Inflationserwartung, Deflationserwartung. Haben wir gegebenenfalls mal Abschreibungen von Schulden, die uns ja als Gläubiger treffen würden? Und natürlich auch noch das Humankapital. Es spielt eben eine große Rolle, wie sicher der Einkommensstrom aus Ihrem Job ist, wenn Sie sich gerade als Anwalt selbstständig gemacht haben. Doch was anderes, wie wenn Sie heute ein 55-jähriger Beamter sind. Ansonsten, das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Fragen können Sie wie immer per Mail an mich richten. Ansonsten auch das sei an dieser Stelle noch erwähnt, der übliche Haftungsausschluss-Disclaimer. Letztendlich, Sie haben es gesehen, ich habe die Wertpapier-Kennnummern und die ISINs alle weggelassen. Das heißt, die Wertpapiere waren sowieso nicht zu identifizieren und Sie können sie dementsprechend auch nicht einfach kaufen. Es war mal ein Denkanstoß, sich mit den verschiedenen Themen zu beschäftigen, diese gegebenenfalls für sich selbst zu reflektieren oder mit Ihrem Finanzdienstleister mal zu diskutieren und hier vielleicht Lösungen zu finden, die sinnvoll in Ihre langfristige Vermögensstruktur passen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Auf Wiedersehen.